Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Gäste. Ich begrüße Sie alle zur Pressekonferenz nach dem Spiel Rick Pinoli Handball Bundesliga zu Lübbecke gegen die HSG Wetzlar. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und natürlich die beiden Trainer, zu meiner Linken Benjamin Matschke, den Trainer von der HSG Wetzlar, und zu meiner Rechten Emil Kotagic, Trainer von TuS Lübbecke. Heute bei uns in der Merkur Arena 832 Gäste, zuerst beim ersten Hin- und beim ersten Rückrundenspieltag, so muss es heißen. Endstand war 25:28, 12:13 hieß es zur Pause nach den ersten 30 Minuten. Benjamin, Glückwunsch, erstmal Gratulation zu eurem Sieg heute Abend. Der 15. Folge, ihr habt euren Flow, wie du gesagt hast, vom Spiel fortgesetzt, mitgenommen in die EM-Pause. Wie fällt deine Meinung zu dem Spiel und zur Leistung speziell deines Teams heute bei uns in Lübeck aus? Ja, zuerst mal möchte ich was zu Lübeck sagen und Emir, das ist so gut, so gut vom Plan, von Struktur, was er anbietet, was die Mannschaft präsentiert, wie schwer es ist, diese Abwehr zu bespielen, den Rückzug zu bespielen. Mit ganz viel Leidenschaft, eine Schiebebewegung, wie wahrscheinlich kaum, ganz selten in der Bundesliga. Also muss man einfach so sagen, da ist was entstanden, das sicherlich die Stabilität hat, um die Klasse zu halten. Ich glaube, ein Stück weit vielleicht abgezockter, vielleicht auch den Flow, den wir jetzt hatten aus 9 Siegen in 11 Spielen, ist natürlich dann ein Selbstverständnis in gewissen Situationen, in Drucksituationen, Max Holst in den 7 Metern, dann auch in Stresssituationen, wo es wirklich das Pendel durchaus für Lübeck hätte kippen können. Ich denke da so an Mitte zweite Halbzeit, dass wir dann vielleicht da cool geblieben sind, aber das war nicht das, weil wir besser waren, sondern aus meiner Sicht, dass wir vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen in dieses Spiel reingegangen sind. Ich habe mich gerade bei der Mannschaft bedankt, weil ich glaube, dass wir ab Mitte zweite Halbzeit auch emotional dagegen gehalten haben. Die Jungs waren wirklich heiß, haben auch sich abgefeiert in Abwehr- und Angriffssituationen, und das ist schön. Und das haben wir heute gebraucht, um dieses unfassbar schwere Spiel jetzt an Weihnachten zu bestehen. Und ich wünsche dem TuS wirklich und Emir, den ich maximal schätze, alles erdenklich Gute, dass ihr eure Ziele erreicht und dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Vielleicht dann nicht zum Weihnachtsspiel, sondern vielleicht, wenn es ein bisschen entspannter ist. Und bleibt gesund, ihr. Danke. Dankeschön, Benjamin. Ja, Emir, darf ich um deine Bewertung des Spiels bitten? Benjamin hat gerade schon angesprochen, Mitte zweiter Halbzeit, Stand 17:18 beispielsweise, Stand 18:19. War ganz knapp, aber dein Team hat das Spiel dann nicht drehen können. Ja. War das entscheidend, genau diese Situation heute? Ja, zuerst danke an die warmen Worte von Ben. Ja, kann ich nur zurückgeben und gratulieren zu einem überragenden 2021 für dich und für deine Mannschaft. Es ist wirklich sehr schön zu sehen, mit welcher Ruhe und mit welcher Disziplin deine Mannschaft auftritt, und das ist wahrscheinlich auch zum größten Teil dein Verdienst. Ne? Bleib gesund und weiter so. Spiel in 3 Phasen. Ein wenig diese ersten 10 Minuten, wo Wetzlar uns wirklich in den Griff hat und fast, würde ich sagen, überrennt. Phase Nummer 2, wo wir sehr viel Energie investieren, um zurückzukommen. Und Phase Nummer 3, das hat Wetzlar dann mit Erfahrung gelöst, haben wir das Spiel einfach nicht kippen können zu unserer Richtung. Es haben viele Kleinigkeiten gefehlt, ob es für uns vielleicht ein paar verworfene Bälle oder vielleicht ein paar Abpraller, die dann doch wieder in die Hände vom Kreisläufer zurückkommen und wir Tor kassieren und so. Ich glaube, jetzt ist schwer dann genau zu sagen, woran das gelegen hat, aber ich kann ähnlich wie mein Kollege auch meiner Mannschaft nur Danke sagen für tolle 2021, ne, wo wir sehr viele sehr schöne Erlebnisse gehabt haben,
Aufstieg gefeiert haben, tolle Spiele in der ersten Liga gezeigt haben. Gezeigt haben, dass wir dieses Ticket uns wirklich, Bundesliga-Ticket wirklich erarbeitet und verdient haben. Und einfach diese Mentalität, diese Truppe einfach, ne, diese ganzen Rückschläge wegzustecken, sich nicht hinter Alibis oder sonst was zu verstecken, sondern immer wieder aufzustehen, egal wie hart das war. Und die Woche war extrem hart für uns. Ja, oder die letzten zwei Wochen waren extrem hart. Und deswegen kann ich wirklich nur jedem Einzelnen gratulieren. Und ich hoffe einfach, dass sie sich jetzt gut erholen und dass wir im Januar wieder beißen, bei schlechtem Wetter wieder gut trainieren und uns auf eine harte Rückrunde vorbereiten. Gelegenheit zu nutzen, einfach auch allen Zuschauern und unseren Sponsoren Danke zu sagen für Unterstützung 21. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Dankeschön, Emir. Fragerunde ist eröffnet. Gibt es Fragen zum Gehörten oder darüber hinaus zum Spiel? Ja, mit Lutz Reini hattest du ja noch eine Alternative heute im Kader, die jetzt nicht so zum Einsatz gekommen ist. Ist er nach der Schulterverletzung noch nicht wieder ganz hergestellt oder auch hast du das so entschieden? Ist nicht bereit. War die Nachfrage nach Lutz Reini nach seiner. Also ist nicht bereit aus meiner Meinung, aus meiner Sicht. Okay. Gibt es weitere Fragen? An den Gästetrainer vielleicht, was eben schon angedeutet, also wirklich Respekt von dir. Was zeichnet die Mannschaft besonders aus? Was macht sie so selten, wie du eben gesagt hast, in der Bundesliga? Nochmal gemeinsam zu verteidigen. Und das ist einfach Plan, Trainer. Eine Idee, wie verteidige ich? Ja, wie verteidige ich bei Ballbesitz? Wie verteidige ich gegen Ballbesitz? Wie laufe ich zurück? Und da sieht man einfach ganz viel Struktur. Und wenn du jetzt zu meiner Mannschaft gehst, zu Olle Scheffert oder Magnus Fredriksen, die sich in den letzten Tagen sehr intensiv auch auf Lübeck vorbereitet hat, unser Spiel nochmal maximal analysiert hat, dann muss man einfach sagen, dass wir auch zu Hause vielleicht der glücklichere Sieger waren in dem Moment, weil Lübeck das 45. Minute plus 1 sehr intelligent gespielt hat und wir wahnsinnig Probleme hatten, gegen diese Abwehr Tore zu ziehen. Und ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber ich glaube, anhand Gegentore seid ihr mit, also definitiv ein einstelliger Tabellenplatz. Ja, wenn jetzt vielleicht sogar noch weiter vorne. Und das war für mich jetzt auch bei der Arbeit bei den Eulen Ludwigshafen immer Grundstein, damit du eine Chance hast, diese Liga zu halten. Den Gegner bei 25 zu halten, um dann vielleicht in den letzten 10 Minuten mit Zuschauer oder was auch immer, dass andere Situationen entscheiden, dass Emotionen entscheiden oder dass nicht die Qualität entscheidet. Und das macht Emir oder das Trainerteam oder Fusen Lübeck auf wirklich eine sehr, sehr erstaunliche Art und Weise. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann beende ich die Pressekonferenz. Wünsche euch, Benjamin, gute Heimfahrt, guten Rutsch, alles Gute fürs neue Jahr, den sportlichen Erfolg, den du dir erwünscht. Bleibt gesund, optimistisch, das gilt an alle. Natürlich auch Emir, an dein Team, unser Team und alle anderen Zuschauer, die bei uns sind, alle Gäste. Bleibt gesund, optimistisch, wir sehen uns nach der EM wieder. Dankeschön.